Grenzen steckt im Klischee immer ein gewisser Wahrheitsgehalt, aber sie behindern eine feinere Analyse. Die Loyalität, von der ich hier sprechen werde, hat nichts zu tun, entweder mit Karrierismus in der Politik oder mit emotionalen Bindungen, obwohl Emotionen es gab, natürlich. Wir sprechen hier von starken, rationellen Überzeugungen, intellektuellen Überzeugungen, die von dem Glauben zu unterscheiden sind. Ich bin aber vorsichtig, weil Susanne, Sie sind ein Philosophin, dann muss ich ein bisschen, ja, ich weiß, diese Unterscheidung zwischen Glauben und Überzeugung ist ein Thema an den Philosophenarbeiten. Es ist, wie man sagt, ein weites Feld. Ich benutze sie aber, um pädagogisch zu sein. Dieser Fall von Figur entspricht meiner Meinung nach den Marxisten, die ich als kritisch bezeichne, obwohl es ein Pleonasmus ist. Ein Marxist sollte per Definition kritisch, freier und kritischer Geist sein. Ich spezifiziere kritische Marxisten, um das Amalgam mit Pseudomarxisten durch Konformismus oder Opportunismus zu vermeiden. Dies gaben auch viele. Solche Figuren von kritischen Marxisten findet man in allen sozialistischen Ländern. Denken wir an Lukács, Georgi Lukács in Ungarn, Adam Schaff in Polen und viele andere in der Sowjetunion. Aber der Fall der DDR scheint mir aufgrund der gesamtdeutschen Geschichte und aufgrund der Entstehungsgeschichte der DDR noch exemplarischer zu sein. Ich werde daher zunächst kurz an den Kontext und die Bedingungen erinnern, unter denen die DDR entstanden ist. Wer waren ihre Gründungsväter? Es gab auch einige Mütter. In einem zweiten Schritt werde ich auch erwähnen, wie, wann, wo und warum diese Marxistin kritisch waren. Schließlich, um an das dominante Narrativ der BRD über die DDR anzuknüpfen, werde ich als eine Art Provokation, aber nicht nur, die Frage stellen, ob die DDR nicht der letzte Ort der berühmten deutsch-jüdischen Symbiosen war. Es war in der Tat die Schlussfolgerung aus meiner Studie über diese kritische Marxist. Also kehren wir zum historischen Kontext zurück. Ende des Krieges. Deutschland wird von den Alliierten geteilt. Die Sowjetunion erhält den östlichen Teil. Ob die Sowjetunion ein sozialistisches Deutschland aufbauen wollte, ist nicht sicher. Die Antwort ist sowieso nicht wichtig. Sicher ist jedoch, dass die deutschen Kommunisten-Exilanten in Moskau es wollten. Sie wurden, wie wir wissen, fast sofort in Berlin abgesetzt, diese Kommunisten, deutsche Kommunisten, die in Moskau im Exil waren. Und sie wurden sofort von der sowjetischen Besatzungsbehörde geholfen, um diesen Teil Deutschlands wieder aufzubauen. Man ist sich jetzt einig, dass diese sowjetische Besatzungsbehörde eine kluge, intelligente, kulturelle Politik verfolgten, indem sie Emigranten zu sich einluden. Bertolt Brecht und Weigel,
kamen aus Amerika zurück. Über Wien aber. Gut. Jürgen Kuczynski aus England. Anna Segers aus Mexiko. Hans Eisler aus Amerika. Ernst Bloch aus Amerika. Hans Meyer aus der Schweiz, glaube ich. Arnold Zweig, noch besser, aus Palästina. Am Tag vor der Gründung des Staates Israel ist er weggelaufen. Stefan Hermlin aus Frankreich. Stefan Heim aus Amerika. Und um die bekanntesten zu nennen. Nicht alle von ihnen waren Kommunisten, ich meine Mitglieder der Partei. Aber die meisten waren es. Nicht alle von ihnen waren Juden, aber die meisten von ihnen waren es. Diese Remigranten, die aus dem Exil im Westen zurückgekehrt sind, wurden die kulturelle und ideologische Gründerväter, Gründermütter des Landes, also die Elite. Sie waren die Verbündeten der politischen Gründerväter wie Walter Ulbricht und William Peake, die aus der Sowjetunion zurückgekehrt waren. Für diese Remigranten aus dem Westen ein significant Vorteil. Significant, wie sagt man auf Deutsch? Significant. Bedeutend, glaube ich. Ja. Vorteil des sowjetische Besatzungszone SBZ war, dass die Entnazifizierung radikal und zügig durchgeführt werden konnte. Erstens flohen die wirklichen Nazis in aller Eile, also die echte, die gute Nazi, in aller Eile, als die Rote Armee eintraf, sodass es weniger Entnazifizierungsarbeit zu leisten gab als im Westen. Zweitens waren die ersten Führer, die Führungskräfte der DDR, Opfer des Tätenreiches gewesen. Sie hatten mit diesem Deutschland noch eine Rechnung zu begleichen. Wie wir wissen, hat die BRD die Entnazifizierung nur schleppend vorangetrieben. Zweitens, diese aus dem Westen Remigranten bildeten das intellektuelle Rückgrat des Landes. Sie waren, die Mehrheit von ihnen eigentlich, waren, wie ein Verleger einst den Historiker Jürgen Kuczynski beschrieb, linientreue Dissident. Ein bemerkenswertes Oxymoron, sagt man auf Deutsch auch, Oxymoron, ja, das uns den Idealtypus zeichnen lässt. Erstes Merkmal, also Idealtypus von Weber. Ne? Erstes Merkmal, als Mitglied der Partei, oder ihr, Entschuldigung, ich habe vergessen, ich bin nicht da, okay, gut. Entschuldigung. Also, als Mitglied der Partei oder ihr nahestehend, lebt sie oder lebt er von ihren oder seinen eigenen Ressourcen. Ich meine, die waren unabhängig, also ja, unabhängiger als die Beamte und Funktionäre der Partei oder des Staates. Das war eine sehr wichtige, es ist eine sehr wichtiges Merkmal. Ne? Zweites Merkmal, sie waren Marxisten, wie gesagt, aus Überzeugung, aber sie äußern keine Kritik außerhalb der Partei oder ihrer Schwesterorganisation. Diese Marxisten wurden Pate oder Mentoren für die Generation von Christa Wolff,
Heiner Müller, Volker Braun, Brigitte Reimann und so weiter. Also diese Generation, die im Dritten Reich geboren wurde, und sobald sie das Erwachsenenalter erreicht hatten, zu ihrem Entsetzen feststellen musste, dass sie in einem monströsen System sozialisiert worden war. Diese Generation von Christa Wolf, sie hat viel darüber geschrieben, entdeckt gleich nach dem Krieg die Shoah, also die Judenvernichtung, der viel der Remigranten aufgrund ihrer jüdischen Herkunft entkommen waren. Also jetzt kurz. Ein Idealtypus ist, wie man weiß, eine intellektuelle Konstruktion. Es gab keine chemisch reine Gestalt. Das hat man auf Französisch. Aucune figure chimiquement pure, für die, die Französisch verstehen. Nichts war einfach für diese erste intellektuelle Elite, die der Engstirnigkeit der Kulturapparatschiki unterworfen war. War sie aber, wie man oft sagte, genau wie die Gesellschaft von Angst beherrscht, apathisch, undiszipliniert? Das ist die Frage. Diese Klischee über das, diese Image, das Klischee, aber es ist mehr als eine Image der ostdeutschen Gesellschaft und ihrer Intellektuellen als Komplizen des Systems, war in der westdeutschen Forschung während des Kalten Krieges weit verbreitet. Natürlich, was die Angst betrifft, müssen wir periodisieren. Die 50er Jahre haben wenig zu tun mit der 80er Jahre. In einem vorherigen Buch und Studie habe ich versucht zu zeigen, wie mit zunehmender Überwachung der Stasi die Polizeigewalt und Repression abnahm. Die Repression wurde nur von Fall zu Fall angewendet als Erinnerung, damit sie nicht verschwunden war. Damit man sollte zeigen, dass die Repression nicht verschwunden war. Wenn man in den Archiven arbeitet, sowohl in denen der Stasi als auch in denen der Partei oder des Schriftstellerverbands, in diese drei Archive habe ich gearbeitet, wenn man all diese Quellen durchquert als Historiker, wir queren die Quellen, schwierig zu sagen, kann man sehen, inwieweit diese kritischen Marxisten praktizierten, was ich eine Ethik des Schweigens genannt habe. Drinnen konnte man streiten, Kritik wagen, aber kein Wort durf nach außen dringen. Vor allem, um der Partei nicht zu schaden, um dem Feind keinen Gefallen zu tun, und der Feind war sehr nah. Diese Ethik des Schweigens findet sich in den vielen Autobiografien, die nach der Wende veröffentlicht wurden. Ich habe sehr viele Autobiografien gelesen. Ich habe gemocht, das war sehr interessant. Diese Autobiografie sagt, das ist eine wichtige Quelle, diese Autobiografien. Auch wenn man weiß, dass man sagt nicht immer die ganze Wahrheit. Aber trotzdem, es ist sehr interessant. Und man konnte auch, ich konnte auch prüfen, was wurde gesagt in Stasi-Berichten oder im Protokoll der Partei und so weiter. Und meistens haben sie die Wahrheit, also keine Lüge. Meistens waren sie echt, die Leute, die Autobiografien geschrieben haben. Man findet auch diese Ethik, Spuren von dieser Ethik des Schweigens in der Literatur natürlich und in Zeitzeugberichten. Ich hatte ein Interview mit Jürgen Kuczynski gemacht
Und er sagt, wissen Sie, um unsere Gesellschaft zu verstehen, das war vor der Wende natürlich, ne, muss man unsere Schriftsteller lesen. Die sind wunderschön, die sagen alles. Im Vergleich zu was er erlaubt zu sagen war, wurde die Literatur viel freier natürlich. Ne? Und natürlich Zeitzeugen berichten. Ich möchte hier hinzufügen, dass wie sehr sich meine Wahrnehmung der ostdeutschen Gesellschaft durch die mündliche Befragung, die ich in den 80er Jahren durchgeführt habe, verändert hat. Aber auch in diesen Protokollen von Parteiversammlungen oder des Schriftstellerverbandes zeigt sich, wie diese Mentoren, wie zum Beispiel Kuczynski oder Anna Segers, die leider habe ich nicht gekannt, auch in der Lage waren, also das Spiel zu beruhigen. Das heißt, als Stoßdämpfer latenter Konflikt zu wirken. Das erklärt oder ist zumindest eine Hypothese, es gibt andere Hypothesen, warum es in der DDR keine organisierte Opposition gab, wie es sie zum Beispiel in Ungarn um Lukács oder in der Tschechoslowakei um Havel oder in Polen mit Solidarność gab. In der DDR gab es, außer vor dem Ende des Regimes, nur einzelne Oppositionen, oft mit anschließender Verbannung, Baro Biermann. Kuczynski, Jürgen Kuczynski pflegte zu sagen, die Führer kommen und gehen, die Partei bleibt. Und er lud ab und zu jeden an seinen Tisch ein, der gerade einen Verweis von der Partei erhalten hatte. Und er selbst hatte viel davon erhalten. Was Anna Segers betrifft, so sprach sie zwar selten, verließ aber oft die Sitzungen, wenn sie nicht einverstanden war, und schüttelte der Person, die gerade harsch kritisiert worden war, herzlich die Hand. Meistens war sie krank, sie war oft krank, stimmt. Aber auch wenn es ein brisantes Thema gab, war sie nicht mit. Sie war krank und sie wollte nicht teilnehmen an der Sitzung. Das war auch eine andere Art zu schweigen. Also diese Details, Einladung von jemandem, der kritisiert wurde, oder Anna Segers, die weggeht und aber sagt Hallo zu dem Mann oder der Frau, die kritisiert wurde. Diese Details sind natürlich in Autobiografien manchmal zu finden, aber sie sind in den IM-Berichten. Wir müssen uns also froh sein, wir Historiker, diese IM-Berichte lesen zu können. Diese Berichte sind sehr nützlich, sogar noch jetzt würde ich sagen, nützlicher als zu wissen, wer wen denunziert hat. Aber diese Vermeidungshaltung hat ihren Preis. Diese kritischen Marxisten und ihre Erben, die Generation von Christa Wolff, also diejenigen, die an die sie ihre Haltung weitergegeben hatten, das war eine Übertragung der Haltung, ja, die Erbe, Christa Wolff und die andere, die ich schon genannt habe, sie haben erfahren durch ihre Mentoren wie Kuczynski zu schweigen, außer der Partei. Also in der Partei haben sie das Wort ergriffen, aber draußen nein, kein Wort. Also diese kritischen Marxisten und ihre Erben meldeten sich erst viel zu spät zu Wort, praktisch am Vorabend des Mauerfalls.
Ihr Vorschlag für einen dritten Weg, man muss sich erinnern, stell ihr vor, ein echter Sozialismus, von dem wir nicht verlaufen wollen. Das ist nicht der richtige Satz. Aber Ihr Vorschlag für einen dritten Weg stieß auf wenig Resonanz angesichts des von Helmut Kohl forcierten Marsch in Richtung Wiedervereinigung. Das Volk in der DDR hat die Geduld verloren. Schreien in der Wüste nach der Wende war der Preis der Loyalität, der Preis der Niederlage der kritischen Marxisten. Es gibt andere Beispiele in der Geschichte, in der deutschen Geschichte auch, wenn man zu spät ankommt. Wie Gorbatschow sagt, man sagt, er hat das gesagt, es ist nicht sicher, aber das war ein guter Satz. Er sagt, wer zu spät ankommt, wird gestraft. Das war leider die Strafe, diese kritischen Marxisten. Ich habe bereits erwähnt, dass ich meine Forschung in der DDR mit Oral History begonnen habe. Mein Thema war die Erinnerung an die NS-Vergangenheit in der ostdeutschen Gesellschaft, was mich dazu brachte, Interviews mit Remigranten zu führen. Die meisten von ihnen waren, wie gesagt, jüdisch. Aber ich muss darauf hinweisen, dass wenn sie in der DDR eine Gemeinschaft bildeten, es war keine jüdische Gemeinschaft, sondern eine Gemeinschaft von Juden oder Nichtjuden, die durch das Schicksal von Ausgestoßenen des Dritten Reiches und durch die Erfahrung des Exils verbunden war. Hier muss ich gestehen, dass als ich sie getroffen habe, dass ich damals nicht verstehen konnte, wie man sich nach der Verfolgung durch Hitler Deutschland entschloss, dorthin zurückzukehren. Und besonders, wenn man Jude war. Die Gründe für ihre Rückkehr ist ein großer Teil meines Buches. Ich wollte wirklich verstehen, warum sind sie zurückgekehrt, obwohl sie also meistens Juden waren. Also die Gründe für ihre Rückkehr, wie ich sie in meinem Buch analysiert habe, entsprechen dem, was ihnen das Nazi-Regime genommen hatte. Nach Deutschland zurückzukehren, bedeutete ihre Sprache, ihren sozialen Status, ihre Genossen und Freunde, wenn nicht ihre Familie, wieder zu erlangen. Und last but not least, ein Deutschland aufzubauen, das das Gegenteil des Dritten Reiches war. Und was für eine Rache war es. Ne? Für alle diese Leute und ihre Erben wurde die Wiedervereinigung eine Niederlage. Sie bezahlen heute nur den Preis. Aber für die deutsch-jüdischen Kommunisten, die durch das Dritte Reich doppelt diskriminiert wurden, könnte die Wiedervereinigung doppelt gefühlt werden als Niederlage. Als Niederlage natürlich. Ne? Für diejenigen Juden, die die DDR gewählt hatten, um sich auf deutschem Boden niederzulassen, bedeutete es, der deutschen Kultur auf einem sozialistischen Boden wieder zu begegnen. Doch es bedeutete zugleich noch mehr.
In diesem Land waren sie keine Ausländer. Da sie keine wirtschaftlichen Funktionen wie im Kapitalismus hatten, entgingen die Juden von nun an nicht nur der Zugehörigkeit zur Kategorie der Paria, die Max Weber geschrieben hatte, sondern auch zur Kategorie der Parvenu. Denken wir dann an Hannah Arendt. Im Übrigen war jede antisemitische Äußerung offiziell mit Sanktionen belegt. Also die DDR, nach dem Tod von Stalin, muss man hinzufügen, konnte für die Kommunisten jüdischer Herkunft das Ende der ewigen Spannung zwischen Singularität und Universalismus bedeuten. Diese ostdeutschen jüdischen Kommunisten erinnern an den französischen oder italienischen, ich weiß nicht, ob sehr viel sind, aber jüdischen Kommunisten, Mitglieder der Partei oder nicht. Das heißt, was man nennt in Englisch, in America, progressive people. You know. Und diese französischen jüdischen Kommunisten, die waren nicht, vielleicht nicht in der Partei, ne? Aber diese Leute kannte ich gut. Sie waren nicht jüdische Juden im Sinne von Isaac Deutscher, das heißt säkulär, assimilierte Juden. Ne? In dem Nachkriegskontext, im Kalten Krieg, hatte sicherlich ihre kommunistische Identität ihre jüdische Identität ersetzt, aber nicht unbedingt verdrängt. Die DDR konnte sich so zu einem Ort entwickeln, wo sich die bekannte jüdische-deutsche Symbiose noch einmal einstellte. Als eine vollbrachte, sich erfüllende Symbiose im doppelten Wortsinn. Eine jüdisch-deutsche Symbiose, die sich vollendete. Denn hier lebten sie nicht nur in einem jüdisch-deutschen Ghetto, wie Gershon Scholem sagte. Wissen Sie, Gershon Scholem meinte, es gab nie eine deutsch-jüdische Symbiose. Die deutschen Juden hatten nur mit sich selbst gesprochen, nicht mit den Deutschen. Also hier lebten sie nicht mehr in einem jüdisch-deutschen Ghetto, sondern in einem viel größeren, das sie selbst gewählt hatten als Antifaschisten und ehemalige Emigranten, die mehr oder weniger der Partei treu geblieben waren. Und einige, vielleicht viele von ihnen, hatten zu den besten Aspekten der DDR beigetragen, besonders im kulturellen Bereich. Auf dem Website von der Bundeszentrale für politische Bildung findet man eine umfangreiche Liste von Beiträgen von Persönlichkeiten jüdischer Herkunft in der DDR, von Wolfgang Herzberg verfasst. Künstler, Schriftsteller, Intellektuelle wie Wolfgang Heiß, Marc Simon, Wolfgang Steins unter anderem, also diese linientreue Dissidenten, die viel gemocht von Studenten wurden. Eine jüdisch-deutsche Symbiose, die sich vollendete, habe ich gesagt. Vollendet war die Symbiose aber auch insofern, als sie in einem historischen Sinn mit dem Ende der DDR selbst ihr Ende fand. Die dominierende westdeutsche Geschichtsschreibung, ich sage immer noch Westdeutschen, ne? Obwohl nach 30 Jahren, das klingt ein bisschen komisch, ne? Westdeutsche zu sagen, aber wir müssen sehen, dass die Wir, wir,
wir müssen, wir können sehen sehr leicht, dass die Geschichte von der DDR ist immer noch geschrieben, gut oder schlecht, ist es kein Urteil von mir, ne? Von westdeutschen Historikern. Die einige, die Ost, von westdeutschen Historikern, die ostdeutschen Historiker haben auch probiert, ihre eigene Geschichte zu schreiben, aber der hat viel wenig Resonanz bekommen. Aber die westdeutsche Geschichtsschreibung hat, hat eine große Resonanz. Ja. Also nochmal, die dominierende westdeutsche Geschichtsschreibung wirft ihnen, diese Leute, diese linientreuen Dissidenten, noch in meiner Meinung nach anachronistischer und tendenziöser Manier vor, ihre Identität verleugnet oder verheimlicht zu haben. Laut einigen Historikern, ich muss gestehen, nicht die Besten, ne, wären sie sogar die nützlichen Idioten der DDR gewesen. Sie hätten sich geschämt, Juden zu sein. Interessanterweise sieht man nicht in ihrem Schweigen einen bestimmten Schmerz, eine Art mentaler Überlebensstrategie. Man sollte sich fragen, zum Beispiel, warum sprach nie Anna Segers über ihr Ermordete in Majdanek Mutter? Wäre es aus Selbsthass? Diesen Gemeinplatz hüpft man oft. Selbsthass. Leider nicht nur in Essays von Journalisten, sondern auch in Essays von renommierten Historikern. Nach dem Krieg und bis zum Ende des Kalten Krieges haben viele Leute gedacht, nicht nur in der DDR, dass der Kommunismus vor einem zukünftigen Holocaust schützen würde. Das war ein Gedanke, den viele Juden teilten. Zu ihnen gehörten natürlich Lukács, Kuczynski, Segers und viele andere nicht-jüdische Juden und auch Nicht-Juden. Ich habe im Archiv von Lukács, als das Archiv von Lukács noch zugänglich war, jetzt ist es zu. Ne? Ich habe seine Korrespondenz gelesen und davon kann man diese Hoffnung sehen, dass also mehr als diese Überzeugung, dass ein Holocaust nicht mehr möglich war durch im Kommunismus. Das war eine sehr, sehr starke Überzeugung und erklärt, warum sie so treu wurden. Auch Lukács, obwohl er hatte eine Schule von Dissidenten gebildet. Anders als Kuczynski und es ist ganz anders. In Ungarn ist auch ein sehr interessantes Land. Es gab auch dort eine Magyar-jüdische Symbiose. Aber ich glaube nicht so stark wie in der DDR, vor die Gründe, die ich erklärt habe am Anfang meines Beitrags. Also diese Kommunisten, jüdische Kommunisten, anders als die Zionisten, dachten, dass Antisemitismus weder ewig noch natürlich war und sie waren überzeugt, dass der Kommunismus ihn überwinden würde. Sie lebten in einem nunmehr vergangenen Ära, in der man an den universellen Fortschritt glaubte. Es ist offensichtlich, aber um es noch einmal zu wiederholen, wenn wir den historischen Kontext nie berücksichtigen, riskieren wir einen
Anachronismus. Das ist das größte Sinn von der Historiker, vom Historiker, ne? Anachronismus. Aber ich glaube, man, es gibt viel Anachronismus in dieser Geschichte, in der Geschichte der, wie die Geschichtsschreibung der DDR. Aber noch, wenn man keine vergleichende Studie macht, was ich versucht habe, indem ich mit Frankreich verglichen habe, aber man könnte auch mit anderen Ländern machen. Wenn wir keine vergleichende Studie machen, laufen wir Gefahr, provinziell zu werden. Und das ist noch schlimmer, als Anachronisten zu sein. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sprechen mir aus der Seele, vor allem mit den letzten Bemerkungen. Also wenn man nicht vergleicht, läuft man Gefahr, provinziell zu werden. Ich stehe dazu. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die deutsche Übersetzung des ganzen Buches, damit ich es lesen kann. Ich habe eine Menge Fragen erstmal. Aber bevor ich die Fragen stelle, hätte ich so eine übergreifende Frage, wenn Sie es erlauben. Mich interessiert, wie Sie dazu gekommen sind, so viele Forschungen schon in den 80er Jahren in der DDR zu betreiben, aus, was man jetzt sagen muss, eine wirklich unkonventionelle Sichtweise. Und ich glaube, natürlich unkonventionell aus westlichen Sicht, aber vielleicht auch unkonventionell aus östlichen Sicht. Sie haben mir diese Kapitel geschickt, was ich gelesen habe. Und mich hat interessiert, dass man zu der Zeit Zeugenaussagen in der DDR misstraute. Das ist zu nah an der Geschichte, dass man, ich weiß nicht genau, was die Gründe für Misstrauen waren. Also das interessiert mich natürlich. Was mich am meisten interessiert ist, was hat Sie da angezogen, dieser Forschung zu betreiben und daran zu bleiben? Ja, also ich muss gestehen, es hat mich nicht gefreut, am Anfang über die DDR zu arbeiten. Ich gehörte einem Kreis von Scholars, von Wissenschaftlern. Wir waren, Sowjetologe, Spezialist alle diese Länder, östliche Länder, ne? Ostblock. Und es gab viele von uns, wir wussten alle Russisch, Tschechisch, also zum Beispiel, ich habe meine Dissertation wurde über Russland, über UdSSR. Und eines Tages sagt ein unserer Professor, er sagt, wissen Sie, die DDR, niemand arbeitet über die DDR. Wir sind abhängig von der westlichen Forschung über die DDR. Er war kein Kommunist, ne? Er war nur objektiv, er war ein Wissenschaftler. Ne? Wir müssen unbedingt über die DDR arbeiten. Wer kennt Deutsch? Keiner. Ich gesagt, ein bisschen. Dann sagt er, okay, Sonja, DDR. Ich sage, oh mein Gott. Und DDR, das war das Land, das man wirklich nicht gern hatte in Frankreich. Ne? Erstens, es war Deutschland, zweitens, Kommunisten, aber mit Kommunisten so. Okay. Dann bin ich, ja, ich musste, es war mein Feld und ich bin nach Berlin gefahren und dort habe ich, aber das war, diese Oral History, diese Treffen, ne, habe fast sofort meine Image von der DDR verändert. Ich habe auch sehr gute Kontakt gehabt, also zu Juden zum Beispiel. Ich kannte niemand dort und wir hatten keine Beziehung mit Forschern an der Universität. Und dann, ich habe, das war ganz zufällig, ich bin an einem Schabbat zur Synagoge gegangen in der Rückestraße. Dort habe ich den Kantor getroffen. Ich habe ein paar Wörter in Hebräisch gesagt. Dann, okay, gut, komm mit mir.
Und dann hat er mir, ich habe ihm erzählt, was ich mache, was ich forsche. Dann hat er mir eine Reihe von Adressen gegeben und ich habe dank ihm, ich habe die Leute angerufen und gesagt, ja, Orion Ingster hat mir ihre Adresse gegeben. Ja, okay, gut. Und dann, aber dann habe ich auch einige Historiker getroffen, die gar keine, nichts zu tun mit der Synagoge hatten. Ne? Aber diese Gespräche waren sehr wichtig in den 80er Jahren. Aber ich meine, es war die 80er Jahre, es war die interessanteste Jahre der DDR, wie man sagt jetzt. Ne? Es gab immer etwas zu tun in Berlin, in Ostberlin, also wie man sagt, am Abend, es gab ein Treffen dort. Es war sehr, sehr lebendig. Ne? Und außerdem, warum bin ich, ja, Ihre Frage, warum bin ich bei dem Thema geblieben? Eigentlich nach der Wiedervereinigung habe ich andere Themen. Ich habe mich beschäftigt mit anderen Themen. Es war, als ob ich kein Objekt hatte, Forschungsobjekt hatte. Nicht, dass ich habe mich gefreut, natürlich, dass die Mauer nicht mehr da war. Ne? Das stimmt. Aber die Geschichte nachher war so traurig. Ne? Dann habe ich über andere Themen. Und dann Mitte der 90er Jahre habe ich gedacht, ja, warum fragte ich nicht über meine Stasi-Akten? Und dann hatte ich Zugang zu meinen Akten, das war interessant. Und dann habe ich an dieses Thema intellektuell und die Stasi, das war meine erste Studie. Ne? Schön. Wo soll ich anfangen? Also vielleicht Folgendes, ja, weil ich bezweifle, dass alle unsere Zuhörer tatsächlich Isaac Deutscher gelesen haben. Eine kleine Frage dazu, wird er überhaupt in der DDR veröffentlicht? Ich würde meinen nicht, weil er Trotzkiist war. Aber ich glaube, es würde helfen, wenn Sie ein bisschen mehr seinen Begriff, das nicht-jüdische Jude, erklären, so nur ein paar Worte dafür, weil ich bekomme sehr, sehr oft Fragen, was ist das, jüdisch sein, ist das Religion, ist das, also sie kennen die ganze Bandbreite der Fragen, aber für viele linksorientierte Juden ist Deutschers Buch ein Klassiker und auch ein Identitätsheimat irgendwie. Aber ich glaube, es wäre hilfreich, wenn Sie das ein bisschen ausführen könnten. Was ist ein nicht-jüdischer Jude nach Isaac Deutscher und seine Fans? Ja, also nicht-jüdische Juden, die sind Leute, die haben sich getrennt von der Wurzel, von der religiösen Wurzel und von der Tradition. Es sind Leute, die kein Link mehr haben zur Religion. Meistens sind sie in diesem zwischen Universalismus und Singularität, ne? Diese ewige Probleme, wo steht der Jude? Sind sie mehr auf Universalismus orientiert als über Singularität? Es bedeutet aber nicht, dass diese Leute sich nicht jüdisch fühlen. Ich denke, Deutscher fühlt sich sehr jüdisch. Aber absolut, ja. Ja, das ist, ja. Das hat, wissen Sie, ich meine, das ist, für mich das ist so selbstverständlich, dass man ist. Für mich auch, nur ich versuche diese Selbstverständlichkeit für Juden an Deutschen irgendwie zu erklären und das gelingt mir selten, muss ich sagen. Aber das bedeutet nicht, Entschuldigung, Susan, es bedeutet nicht auch, dass wir immer die jüdische Brille tragen. Das hat Klemperer erzählt über die jüdische Brille. Und Viktor Klemperer. Und das bedeutet nicht, dass man
jüdische Brille setzt, ne, um die Welt zu beobachten. Ne? Aber man kann sich jüdisch fühlen und okay. Und sonst, es gibt nur eine Rasse, die Menschlichkeit. Hier eine Frage, also ich habe ein paar, Sie wissen ja aus meiner Arbeit, ich habe viel Sympathien für Ihre Position. Es sind ein paar historische Fakten, die mir nicht deutlich waren. Ganz am Anfang haben Sie gesagt, es war nicht klar, ob die Sowjetunion ein sozialistisches Deutschland wollte, aber die deutsche Exilanten wollten das auf jeden Fall. Was wissen Sie davon? Was waren die andere Alternative, die die Sowjetunion in Erwägung gezogen hat? Ich glaube, sie hatten kein bestimmtes Ziel. Sie wussten nicht am Anfang. Doch, sie wussten, sie besitzen diese östliche Teil von Deutschland. Darüber waren sie sicher. Aber es gibt mehrere Zeichen, dass sie hätten vielleicht... Sie waren nicht so sicher, ob sie eine DDR, also eine andere Deutschland bauen wollten. Es gibt die berühmte Note von Stalin im 1952, worüber die Historiker streiten, zu wissen, ob er echt ehrlich war, als er hat angeboten, nur ein Deutschland, also keine Grenze mehr, nur ein Deutschland, also Wiedervereinigung, war er ehrlich oder war es eine Falle? Man weiß es nicht genau. Es gibt mehrere Hypothesen, über was wollte Stalin. Aber ich glaube schon, dass das ist vielleicht nur auf dieser Ebene, dass die deutschen Kommunisten, die in Moskau waren, die so treu waren, I mean, Stalin, die war keine Linientreue, aber die war nur linientreu, ne, an Stalin. Aber das ist das einzige, die einzige Sache, die haben wirklich gearbeitet und ihre eigene Meinung gesagt über diese DDR. Ja, sie wollten diese Stadt, diesen Staat wollten sie. Natürlich hatte Stalin auch Interesse daran, ne? Aber diese Kommunisten aus Moskau, sie haben eine Art Unabhängigkeit gezeigt zu dieser Zeit, ne? Für diesen Punkt. Ne? Ne, wie gesagt, sie wollten, also sie hatten eine Rechnung, ne? Das kann man verstehen. Also ich verstehe das. Ich verstehe das vollkommen, was ich auch, unter anderem, weil ich auch die zweite Schub der Tagebücher von Klemperer gelesen habe, was wirklich erstaunlich sind. Das ist ein hochbürgerlicher deutscher Ordinarius, was es manchmal schwer zu lesen macht. Und er tritt in der KP ein nach dem Krieg, weil er der Meinung ist, nur Kommunismus kann mit dem Nazismus aufräumen. Und er sagte sogar, er wünschte, dass die DDR eine sowjetische Provinz wurde, sagt er an einer der Stellen dieser Tagebücher. Ich verstehe es schon. Ich dachte eher, dass die linientreuen deutsche Exilanten, die in Moskau waren, weil sie so linientreu waren in anderen Sachen, dass ihr Wunsch, dieses neues Deutschland zu gründen, dass das sehr von der Sowjetunion erwünscht war. Deshalb fragte ich nach. Aber okay, Sie sagen, das kann man nicht. Es gibt mehrere Thesen darüber. Aber
Ich weiß es nicht, ich bin überfragt. Ich weiß, ich kenne die, es gibt, aber ich kann nicht keine feste Position haben. Es kann sein, ich glaube aber nicht. Ich würde denken, dass diese Walter Ulbricht konnte hartnäckig sein. Ne? Der war keine der war kein netter Mann. ja, er konnte hartnäckig sein. Und auch Westdeutschland, also hat geholfen. Ne? Also wenn man zurück zur Gründe der Spaltung in 1949, ne, sieht man, wie die BRD, also nicht, das war nicht die BRD, aber die westliche Deutschland hat geholfen, damit es eine zweite Deutschland gibt. Ne? Die haben beide kooperiert, damit es eine Grenze gibt. Ja. Klar. Jetzt will ich ein bisschen über die Beziehungen zwischen diesen mehrheitlich jüdischen Intellektuellen überzeugten Marxisten, linientreue Dissidenten, was ich einen sehr schönen Ausdruck finde. Ich will über deren Beziehung zum Volk sprechen. Und Sie haben irgendwann gesagt, das Volk hat das Geduld verloren. Wir hatten vor etwa einem Monat eine schöne Diskussion mit Daniele Dan, die ein Buch darüber geschrieben hatte, wie westliche Medien schlichtweg, ich weiß nicht, ob Sie Danieles neueste Buch kennen, aber es geht darum, letzten halbes Jahr der DDR, wie einfach glatt gelogen wurde, auch über die Zustände in der DDR, über die bevorstehende angebliche Kollaps. Also Ihre Meinung bestätigt diese These von der absoluten Trennung von intellektuellen Dissidenten und Volk nicht. Und da würde ich gern... Die Trennung zwischen Intellektuellen und dem Volk, ja? Ja, das, ja. Ja, es ist eine sehr interessante Frage, weil ich kann mich noch erinnern, wie in der Gesellschaft, Volk, aber in der Gesellschaft, wie die Leute mochten Schriftsteller wie Christa Wolf, sie war und Christoph Hein, es gab Kuczynski, sie hatten diese, sie hofften viel auf diesen Leuten. Sie waren moralische Figuren für das Volk. Und aber sie haben nichts gesagt. Sie sind haben nichts geäußert draußen. Ne? Und das. Sie meinen, wenn sie vor dem 4. November was gesagt hätte, die Geschichte anders gewesen wäre? Hätten sie früher, wie die Tschechen zum Beispiel, ja, in den 60er Jahren, oder in den 70er Jahren. Aber stimmt. Die haben im September 1989 haben sie etwas gemacht. Ne? Ich kenne das von Freunden oder Bekannten, die in der Partei waren. Und sie haben bis September, ein Monat vor oder zwei Monate vor dem Mauerfall, sind sie aus der Partei mit Tränen weggegangen. Mit Tränen. Und dann haben sie das Wort ergriffen. Die haben mit anderen kleinen, es gab mehrere kleine Publikationen, wissen Sie, die Presse, die andere, es gab die neue Gruppe von Diskussionen. Und dann haben sie die Dissidenten getroffen, für ersten Mal. Ich habe eines Tages eine Freundin, die Historikerin ist, ich habe ihr gesagt, weißt du, zu DDR-Zeit
habe ich nach der Wende gesagt, habe ich die Dissidenten, diese Dissidenten getroffen, Ulrike Poppe und so weiter und wie heißt sie, die sehr berühmte, die Malerin, also gut. Aber ich habe dir nie erzählt, habe ich gesagt, weil ich wollte nicht, falls du gefragt wurde, was hat Sonja gemacht, und so, Frau Gombe. Und dann hat sie gelacht und gesagt, ich hatte keine Ahnung, diese Leute existierten. Ha, interessant. Ja, aber vielleicht heute würde sie etwas anderes sagen. Ich weiß es nicht, aber ich bin sicher, sie hat das sofort, sie hat gelacht. Nein, ich kannte sie nicht, du hättest mich ruhig über sie sprechen können. Ich hätte, ja, wissen Sie, so, nee, das, es war, also eine Trennung. Wie gesagt, ja, Daniela, ich denke, ich habe ihr letztes Buch nicht gelesen, aber ich glaube, sie ist eine, wahrscheinlich hat sie recht, ne? Also ich, kein Zweifel an Daniela dann. Diese starke Trennung, gab es nicht, es stimmt, aber trotzdem, die haben ja, zu lange gewartet, bevor sie das Wort genommen haben, ergriffen haben. Ich meine, wissen Sie, zum Beispiel Jürgen Kuczynski hatte noch in Neues Deutschland Artikel geschrieben, man musste zwischen den Zeilen lesen. Es gab Leute, die durch den, sie konnten, das war ein Nationalsport, wie man sagt, ne? Zwischen den Zeilen lesen. Aber nicht alle Leute konnten durch Zeilen lesen. Das war eine, und was ich mich noch erinnere, aber das hat natürlich Wissen, dass Daniela hat das natürlich darüber gesprochen. Ich kann mich erinnern, die lange Schlange vor der Bücherhandlungen. Ja, ein ja. Buch von Christoph Hein oder die Leute haben stundenlang, oder Kuczynski, sie haben stundenlang gestanden, die haben die Schlange gemacht, ne? Schlange stehen, um das Buch zu bekommen. Ja, das war das Volk. Ich habe noch eine Frage. Wir haben jetzt einige Fragen in Q&A, aber ich habe noch eine. Und obwohl Ihre These mir sehr sympathisch ist, muss man einfach fragen über diese Glaube, die Sie hatten, wenn es Kommunismus gibt, würde es nie einen Holocaust geben. Jetzt muss man nicht nur über die Mord in der Sowjetunion von anderen Völkern fragen. Aber es gab Sachen wie der Slansky-Prozess etc. etc. Was haben die dazu gesagt? Wie haben sie diese Tatsachen mit der Glaube, in Kommunismus gibt es keinen Holocaust oder gibt es keinen ethnisch motivierter Mord. Wie haben Sie das zusammengehalten? Ja, ich habe einmal gefragt, den Professor Katzenstein, er war ein Psychologe, er hatte mit Bettelheim in Amerika gearbeitet und im Juni 1953 ist er nach Deutschland gefahren und wohin? Nach Ostdeutschland. Er war ein Kommunist früher. Ne? Und ich habe ihn gefragt, aber Herr Katzenstein, wie ist es möglich? Sie kommen zurück in einem Land, in diesem Ostblock, wo es Antisemitismus gibt. Also gucken Sie, dieser Prozess, Lansky und so weiter und so fort. Und er sagte, ja, aber ich dachte, es war Propaganda. Aber sonst, ich war in Amerika, wo die Rosenberg ermordet wurden, also Ethel und Julius, und das war Tatsache.
Und dann habe ich verstanden plötzlich, dass wir sprechen über Kalten Krieg. Und ich wusste viel über die Verbrechen von Stalin. Schon von Anfang an wusste ich viel. Aber ich hatte vergessen über McCarthyismus und was passiert in Amerika. Ich wusste es, aber wissen Sie, das war nicht so schlimm. Also ich konnte nicht begreifen, dass für diese Leute es war Propaganda, weil die Presse in Amerika war genau wie die Pravda zu dieser Zeit. Ja, natürlich, es gab verschiedene, ja. Na klar. Ja, nicht unbedingt, es war ziemlich schlimm. Ja, es war sehr schlimm, ja. Ja, und, ja, das ist wirklich schlimm. Ne? Also natürlich gab es mehrere Zeitungen, nicht nur eine, wie La Pravda, okay? Aber trotzdem, ja. Gut, ich lese erstmal, wir haben 10 Kommentare oder Fragen. Das erste, der Herr ist wahrscheinlich nicht mehr dabei. Die Frage ist auf Englisch. I don't understand the German language. I would like to say to everybody who is listening, the Einstein Forum convention is that if a title is listed in English, the lecture and discussion will be in English. If it's listed in German, wenn es auf Deutsch geschrieben wird, wird die Diskussion auf Deutsch, nur damit Sie das alles in Zukunft wissen. Hier sind Komplimente von Mario Kessler. Liebe Sonja, wieder hervorragend. Ein mehr als wichtiges Buch. Ich kann nicht bis zum Ende des Webinars bleiben. Er ist doch auf jeden Fall lang genug geblieben, um noch 2 Kommentare zu schreiben. Leider wurde Isaac Deutsch in der DDR nicht publiziert, aber ich bekam die Bücher von meinen amerikanischen Freunden in der DDR hineingeschmuggelt. Deutsches Trotzki-Biografie bleibt eine Klasse für sich. Das kann ich nur zustimmen, für die, die es wissen möchten. Und noch von Mario Kessler. Sonja, wir müssen zwischen den politischen Remigranten aus der Sowjetunion, Ulbricht Pieck, und den kulturellen Immigranten aus der Sowjetunion, Familie Wolf, unterscheiden. Die zweite Gruppe war nah an den kulturellen Westimmigranten. Wollen Sie dazu Stellung nehmen? Ja, die Immigranten aus dem Westen wurden nicht gerne in dem Apparat, politischer Apparat der DDR genommen. Die waren immer verdächtig. Das war, die waren im Westen dann verdächtig. Na, die Kern von Führungskräften war aus der Sowjetunion. Diese Leute wurden diszipliniert und trainiert, trainiert, Ja zu sagen zu Stalin. Aber Herr Kessler meint, also auch wenn also die Familie Wolf dabei war, dass sie doch anders, also näher an den kulturellen Westimmigranten. Das kann ich nicht beurteilen. Die Familie Wolf, also Konrad und Micha Wolf, ob sie Mario Kessler möchte zwischen den politischen Remigranten, ja, Ulbricht und Pieck, und den kulturellen Immigranten aus Moskau unterscheiden. Ja, stimmt, recht. Das stimmt, ja. Aber das ist interessant. Die Familie Wolf, es gibt immer, wissen Sie, es gibt immer Ausnahmen. Die Familie Wolf kam aus der Sowjetunion zurück. Markus ist in der Führungskräfte, politischen Emigration, also politische Führungskräfte gewesen. Wobei Konrad ist im Kino, er war ein Filmmacher und er hat in der kulturellen Ebene gearbeitet. Ja, also diese Familie war getrennt. Es gibt zwei, aber es gab auch Immigranten aus der Sowjetunion, die kulturelle Beiträge geleistet haben in der DDR. Ne? Es gab, aber die Mehrheit kam aus dem Westen. Okay. Weiß nicht, ob
Das Ja, könnte. da weiß ich nicht genau, ob das, aber ich fürchte, dass Mario Kessler weg müsste. Also von Franziska Bomski. Vielen Dank für diesen spannenden, klugen Vortrag. Ich habe eine Frage zu den Zeitzeugeninterviews, die Sie geführt haben. Gab es Erzählungen zu erlebten Alltagsantisemitismus in der DDR und vielleicht auch Reflexionen dazu, gerade im Verhältnis dazu, dass man sich, wie Sie sagen, erhofft hatte, diesen in der DDR hinter sich zu lassen? Habe ich das zu schnell gelesen? Ist es an, über Antisemitismus in der DDR? Ja, ob in Ihren Interviews über Ach ja. Antisemitismus im Alltag gesprochen wurde. Nein, also für mich mit mir, nein, das doch, also es war so, dass eine Frau, sehr interessante Frau, sie sagte, ich hab gefragt mehrmals, aber wie, denken Sie, es gibt keinen Antisemitismus in der DDR? Und sie sagte, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es Antisemiten, aber die können nichts tun hier. Das war das Wichtigste für sie. Es gibt vielleicht, aber die können nichts tun. Die Faschisten hier können nichts tun. Aber ich muss sagen, dass dieses Phänomen von Antisemitismus am Rande von Sport spielen, habe ich nach der Wende darüber erfahren. Meine Freunde, Bekannte und Kollegen haben mir nie darüber erzählt. Nein, ich weiß zum Beispiel, ein Freund von mir erzählte, dass eines Tages, als sie viel Lärm in der Schule gemacht hatte, in der Klasse, dann kam die Lehrerin und sagte: Was ist denn los hier? Ist doch keine Judenschule. Und ja, also, okay. Das ist auch in der DDR gesagt Ja, worden. Okay. ja. Ja, das, ich hörte, dass das auf den Westen gesagt wurde, aber. Ja, okay, gut. Also das bedeutet nicht, dass sie antisemitisch waren, ne? Aber die ist weg. Sie musste los, sofort, ne? Sie wurde. Weil sie das gesagt hat. Gut. Okay. Ja. Ja. Sie wurde Ja, entlassen, sofort entlassen oder weiß ich nicht. Aber sie ging los. ich habe auch, also viele Jahre später, Menschen nach Alltagsantisemitismus, also früher DDR-Bürger aus Alltagsantisemitismus nachgefragt und viel, und ich bekam die gleichen Antworten. Also das wirklich fast genau das Gleiche. Also ich habe sowohl Juden wie Nachjuden, Nichtjuden gefragt und kam das Gleiche. Okay, von Martin Schad, auch Historiker und stellvertretender Direktor des Einstein-Forums. Martin schreibt: Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Die im ersten Teil Ihrer Ausführungen skizzierte Entstehungsgeschichte der DDR zeigt eine interessante, aber etwas fragwürdige Arbeitsteilung unter den Exilanten. Die zurückgekehrten Moskauer Exilanten sorgten für die politische Gründung. Die Westremigranten für den moralisch-intellektuellen Wiederaufbau des sozialistischen Deutschlands. Ganz überzeugt mich das nicht. Einflussreiche Kulturpolitiker kamen direkt aus Moskau und waren nicht zuletzt wegen ihrer Rolle während der stalinistischen Säuberungen höchst kompromittiert. Willy Bredel, Präsident der Akademie der Künste, Gustav von Wangenheim, Deutsches Theater, Johannes Becher, Kulturbund, Friedrich Wolf. Alfred Korella, da muss ich sagen, Martin Schad hat ein Buch über Korella geschrieben, auch glaube ich bei Linksverlag. Und dann schreibt er zum Schluss: Nota bene, mit der deutsch-jüdischen Symbiose war es nach dem Prozess gegen Paul Merke, Walter Janke und Wolfgang Harisch, war es dann sicher auch nicht mehr weit her. Wollen Sie? Ich weiß, Wolfgang Kahr, ich weiß. Okay. Ja, ein Moment, Paul Merker, ja, und Wolfgang Kahr, ich. Was zum ersten, ah ja, er war nicht einverstanden mit dieser
Kategorie von Westdeutsch, Westimmigranten ja, waren. naja, das ist wieder eine Frage zu ihrer Unterscheidung zwischen, also es ist eine andere Frage, zu der Unterscheidung zwischen politischer und kultureller. Und er zählt auf, wie viel kultureller Sterner hochs kompromittiert wurden während des Terrors in Moskau. Er hat recht. Ich bin natürlich schnell gegangen, ne? Aber er hat recht. Die Trennung ist der Unterschied. Also in meinem Buch erzähle ich mehr. Ich meine, Leute, diese Leute, Kurella und so weiter, diese Leute gehören nicht meine Kategorie von Leuten, die ich analysiert habe. Linientreu Dissident. Er war kein linientreu Dissident, er war nur linientreu. Die Leute, von denen ich spreche, sind, ich habe diese Idealtypus beschrieben, die gehören gar nicht diese Kategorie, die ich analysiert habe. Es ist was anderes. Das sind Apparatschiki, die waren nicht unabhängig von der Partei, meistens. Wenn sie eine Stelle in dem Staat, politische Stelle hatten, in dem Staat oder in der Behörde und so weiter, dann waren sie nicht mehr unabhängig. Ich weiß, dass die Unabhängigkeit von Schriftstellern war ziemlich groß. Also ja, aber von zum Beispiel in der Universität von Professoren Wolfgang Heise zum Beispiel, er konnte, da war eine der beste Philosoph wenn die DDR einige gute Philosophen hatte, war er. Ne? Aber in Westdeutschland gab es auch keine gute Philosoph. Aber zu dieser Zeit, die waren alle emigriert, dann ist Deutschland ohne Philosoph geblieben nachher. Das wollte ich sagen, jetzt habe ich verstanden. Wenn ich etwas Böse gegen Westdeutschland sage, dann vergesse ich. Ne? Wolfgang Heise, zum Beispiel, er hat seine Meinung gesagt, dann hat er nicht mehr geschrieben. Ne? Er hat nicht geschrieben, aber hat immer ein Seminar gehalten und es waren viele Leute. Ich habe einen Vergleich gemacht mit Leuten, wie die Leute, die Studenten oder die Leute, die Intellektuellen, gingen zu Collège de France, um Foucault zu hören in Paris. Ne? Aber es war ein bisschen das Gleiche in Ost-Berlin. Wolfgang Heise, als er sprach, also er hatte sehr viele Leute in seiner Aula und Marie Simon auch. Warum spreche ich über Wolfgang Heise? Weil gefragt worden ist von Martin Schad. Jetzt weiß ich nicht. Er hat ihn gar nicht genannt. Ich weiß es nicht. Wir haben eine Frage von Michel Chauli. War die deutsch-jüdische Symbiose in der DDR, von der Sie gesprochen haben, eine jüdische Fantasie? Oder würde sie auch von deutscher Seite so gesehen? Eine Fantasie. Was eine jüdische Fantasie? Also die Frage ist, wie haben die Deutsche auch so etwas wie eine Symbiose empfunden? Oder kam es nur von jüdischer Seite? Ja, das ist die Position, die vertritt, das vertritt, ja, die Scholem, ja. Ja, Gershom Scholem sagt, ja. Ich würde sagen, aber das ist noch eine größere Provokation, dass in der DDR die deutsch-jüdische Symbiose echt war, während in Deutschland vor dem Krieg vielleicht ein bisschen eine Fantasie war. Aber ich muss nochmal darüber denken. Aber ich, wie gesagt, für mich ist das wie eine Art von Provokation gegen die herrschende Rede jetzt, ne, über die Juden. Michel,
Ich verstehe. Aber es wäre interessant zu wissen, ob irgendwelche nicht-jüdische Deutsche, mit denen Sie gesprochen haben, auch von einer Symbiose irgendwie gesprochen oder auf irgendeine Weise meinten, wir haben da etwas geschafft. Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich meine, ich verstehe, was Sie meinen, aber diese nicht-jüdischen Deutschen haben kein Grund, darüber zu sprechen. Nur die Juden können darüber sprechen. Es hat keinen Sinn für die anderen. Sie machen keine Trennung zwischen Juden und Nicht-Juden. Dann sprechen sie mit Juden, als ob sie kein Jude wären. Also, oder egal. Das ist, nur die Minderheit kann sich diese Frage stellen. Ja. Verstehen Sie? Ein Franzose oder ein Deutscher, ein Franzose würde nicht denken, dass er assimiliert ist. Er ist ein Franzose. Okay, also noch, Mario Kessler ist doch ein bisschen länger geblieben. Es geht auf der ursprüngliche Diskussion. Vor allem der Vater Friedrich Wolf gehört zu den kulturellen offenen SU-Remigranten. Becker war, Becher war dazwischen, innerlich zerrissene Literatur und zugleich Kulturfunktionär. Nein, ich bleibe bis zuletzt, Sonja ist zu gut. So. Das ist eher Kommentar als Frage, denke ich. Ja. Obwohl es natürlich eine andere Meinung ist zu dem Standpunkt von Martin Schad. Hier ist von Dorothee Röseberg. Vielen Dank, Sonja, für das sehr erhellende Buch. Müsste man nicht mehr über die Repressalien gegenüber den Westimmigranten sagen, um ihr Schicksal und ihr Verhalten in der DDR zu verstehen? Ja, Dorothee ist die ausgezeichnete Romanistin, die mein Buch jetzt übersetzt. Dann, okay. Und vielleicht hat sie selbst die Antwort, oder? Also die Repressalien gegen Westimmigranten. Ja, das stimmt. Also Repressalien, es kommt darauf an, ne? In der 50er Jahre, ja stimmt, aber später nicht so viel. Wie gesagt, die 50er Jahre sind nicht zu vergleichen mit den 80er Jahren, auch mit den 70er Jahren. Aber man hat kein Vertrauen an die Westimmigranten. Ja, das die Remigranten, die Westenremigranten oder wenig Vertrauen. Also besonders als sie Juden waren, aber das hat nichts zu tun mit einem Antisemitismus SED in der SED. Es hat etwas zu tun mit der Sowjetunion, wo ein echter Antisemitismus existiert bis jetzt. Es gibt viele Berichte, Erinnerungen an Walter Ubrich, der wäre im Verlegen gewesen, als er gegen die Juden etwas machen sollte. Also das heißt entlassen von einer hohen Funktion, ne, weil er ein Jude war. Es gibt viele Berichte darüber. Und Repressalien aber gegen den Westimmigranten, das hat sicher selbst Ulbricht gewollt. Ne? Er hatte diese Leute nicht gern. Er konnte diese Leute überhaupt nicht vertrauen. Ja. Und obwohl sie waren sehr treu. Ne? Aber nein. Wissen Sie, zum Beispiel Anna Seghers, sie wurde beobachtet, ich habe ihre Stasi-Akt gelesen, sie wurde beobachtet, als ob sie wäre eine Dissidentin, also die größte Dissidentin. Das ist
unmöglich, unglaublich. Ne? Die hatten kein Vertrauen an Kuczynski, ich weiß es nicht, sein Akte, ich habe auch diese Akte gesehen, ich weiß, Anfang der 50er Jahre, ja. Aber nachher weiß ich nicht, was ist passiert mit ihm. Aber diese Stasi-Akten zeigen, wie sie wenig Vertrauen an diese Westmigranten hatten. Bis zum Ende vielleicht. Ne? Also in der 70er Jahre, weiß ich nicht. Aber und auch Hermlin, die Akten von Stefan Hermlin sind unheimlich groß. Sehr enorm. Können Sie das erklären? Ich meine, es ist leicht zu sagen, es war Kalter Krieg, also alle waren angefeindet und so. Aber trotzdem, das waren ja linke Deutscher, einige kamen aus, also da war sehr viel Zufall dabei, wer in welche Richtung geflohen ist. Es war nicht nur Zufall natürlich, aber es war viel Zufall dabei, dass viele Leute fliehen müssten, um ihr Leben zu retten. Und mir fällt es wirklich schwer zu verstehen, wie Remigranten, die den Wahl hatten, irgendwo anders zu bleiben, trotzdem aus Überzeugung in der DDR gekommen sind, wieso man denen kein Vertrauen gewährt. Das fällt mir einfach schwer zu verstehen. Ja, Sie haben recht. Das ist ja wichtig zu betonen, dass sie meistens keine Wahl hatten. Zum Beispiel in Amerika, die wurden auch verdächtigt und sie wurden, also es war Makartismus. Und entweder sie durften nicht reisen, abreisen, sie sollten bleiben in Amerika. Zum Beispiel Gerhard Eisler konnte nicht nach Deutschland zurückfahren. Er ist heimlich auf einem Schiff gefahren, weil er war für die FBI, von der FBI war er gefährlich. Er war ein Kommunist und die Amerikaner wollten nicht, dass Kommunisten zu diesem östlichen Teil Deutschland, SBZ, fliegen. Aber sie haben große Schwierigkeiten auch in Amerika. Das war gar nicht einfach für sie. Ne? Und also die Repression war nicht so groß wie in der Sowjetunion. Ich meine, aber sie sollten, sie waren zum Beispiel die Leute, die amerikanische Angehörigkeit hatten, Nationalität hatten, die wurden bedroht, dass man nimmt weg diese Passport. Und dann sind sie nochmal Apatride. Wie sagt er, Apatride? Die hat kein Heimat mehr. Ne? Ja, heimatlos, ja. Staatenlos, ja. Ja. Ja, also das kenne ich. Ich bin ja Amerikanerin, ich kenne etwas über den McCarthy-Zeit. Ja. Aber die Frage ist damit auch nicht beantwortet, weil gerade Leute wie Brecht und also viele andere unbekanntere Leute, die aus Angst vor dem McCarthyismus zurück nach Europa wollten, dass sie dann sich ausgerechnet für die DDR entscheiden und trotzdem kein Vertrauen von der SED bekam. Das kann ich irgendwie nicht oder kann ich sehr schlecht verstehen, ideologisiert ist. Ich verstehe das also theoretisch, wenn ich versuche, die Daten zu folgen, sagt die SED, jeder, der irgendwie 10 Jahren oder 12 Jahren im Westen verbracht hat, muss ideologisch verdorben sein, weil sie irgendwie immer wieder westliche antikommunistische Propaganda aufgesaugt haben. Das verstehe ich theoretisch, aber es geht genau um Leute, die sagen, ich verlasse die USA oder auch Frankreich oder England, gerade weil ich mit daran arbeiten möchte, ein neues Deutschland aufzubauen. Wieso bekamen solche Leute kein Vertrauen?
Ich glaube auch, dass die deutschen Kommunisten, die in Frankreich waren, sie wurden gefragt, zurück nach Deutschland zu fahren, nicht in Frankreich zu bleiben, um zu helfen in der SPZ. Es war kein, es ist unterschiedlich, sicher. Aber wie gesagt, die Politik der kulturellen Kräfte, sowjetische Kräfte, nach dem Krieg in der SPZ war sehr intelligent. Nehmen wir als Beispiel Brecht. Er bekam ein Theater. Ernst Bloch, er bekam eine Lehrstuhl. Wissen Sie, solche, die waren sehr, sehr, sehr intelligent. Und dann später haben sie erfahren, dass sie verdächtig wurden. Aber am Anfang wussten sie das nicht. Und was sie nicht wollten von diesen Leuten, von ich spreche, sie wollten gar nicht in Westdeutschland. Das nicht. Ja, klar. Das wollten sie nicht. Ne? Aber dann, sie brauchen, das Wichtigste war die Sprache für sie. Intellektuellen sind nicht wie also Bauarbeiten. Sie können nicht mit ihren Händen arbeiten in irgendwelchem Land. Sie können nur mit ihrer Sprache arbeiten. Ne? Und das war schwierig für sie im Exil. Ernst Bloch zum Beispiel hat Brecht hat kein Wort Englisch gelernt. Das war so. Und sie wollten in ihrer Sprache nochmal schreiben, arbeiten. Und das war sehr, sehr wichtig. Und nicht in der westlichen Teil. Das ist sicher. Ja. Es gab eine Lösung. Thomas Mann zum Beispiel, Switzerland, Zürich. Okay. Man sprach Deutsch. Wenn das noch Deutsch ist, ja. Ich meine, doch, es war Deutsch. Und das war, aber das ist eine interessante Immigration in der Schweiz. Die Leute, die geblieben sind in der Schweiz, das ist interessant. Ne? Saal, auch Hans Saal oder, aber die sind nicht so berühmt. Ne? Nur Thomas Mann ist berühmt. Ne? Aber er ist auch früh gestorben. Ich meine, auch die Frage über Friedrich Wolf, ne? Hat Mario die Frage gestellt über Friedrich Wolf? Weil ja. Friedrich Wolf ist sehr früh gestorben. Er gehört gar nicht mehr diese Kategorie von Leuten, die ich analysiert habe. Aber er wäre ein interessanter Fall gewesen, ne? Friedrich Wolf. Er wäre vielleicht ein wenig treu Dissident gewesen, aber er ist gestorben. Er ist früh gestorben. Er war in Botschaft in Polen, glaube ich, und dann sofort gestorben. Dann weiß ich nicht. Ja, also Wahl, ja, es war auch Zufall manchmal. Ne? Oft. Ja. Gut, ich sehe keine weitere Fragen. Wenn es irgendwelche gibt, melden Sie sich bitte jetzt. Von Mario Kessler. Ja, bitte, danke. Was will noch Mario wissen? Er bietet mir, ja, er ist doch aus Interesse doch bis zum Ende geblieben und er schrieb ein Buch darüber, das würde ich sehr gerne lesen. Gut, es gibt für alle, die es wissen möchten, gibt es ein Buch zum Thema Westimmigranten, deutsche Kommunisten zwischen USA, Exil und DDR von Mario Kessler. Und ein sehr gutes Buch. Ich habe andere Sachen von Herrn Kessler gelesen, also ich kann das theoretisch schon empfehlen, obwohl ich das Buch nicht kenne. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, bedanke ich mich sehr, Sonja. Und wünsche der deutschen Übersetzung sehr viel Erfolg von diesem Buch. Und wir werden Gelegenheit haben, auch länger zu sprechen. Ja? Dankeschön, Susanne. Ich habe zu danken und danke an alle, die mit uns geblieben sind. Tschüss. Ja.